So, Ari sagt Hallo zur Realität heute am 22. August 2021, hier beginnend im Campo International mit dem Blick hier auf die Berge über das Holiday World Einkaufs- und Vergnügungszentrum hinweg. Ja, und Glück in dieser Richtung, da habe ich keinen großen Wind und kann somit auch ein kleines bisschen von der Fahrt aus berichten. Ja, besonders recht herzlichen Dank fürs Teilen, Abonnieren, fürs Weiterleiten der Videos, für die netten Kommentare und auch für das Beantworten der Kommentare. Ihr seid spitze, das klappt wunderbar. Ihr wisst so viele Sachen, die die anderen, die Neuen vielleicht nicht wissen und fragen. Wunderbar. Auch im Namen von der Conny vielen Dank fürs Ansehen der Videos, fürs Teilen, Abonnieren. Die gibt sich viel Mühe. Die sitzt gerade wieder und lernt ein bisschen Geschichte. Also die macht nicht nur Spanisch, nein, sondern Land und Leute. Und natürlich auch das Wetter. So, und hier das Riesenrad ist im Moment noch ruhig. Da geht es erst heute Abend wieder zu. Und wir haben noch zwei Wochenenden und dann sind die Ferien zu Ende und die Schule geht wieder los. Und dann wird es auch hier an den Wochenenden ruhiger. Zum Strand fahre ich jetzt nicht, jedenfalls nicht nach Maspalomas. Da ist es mir ganz einfach jetzt zu voll, zu viel los. Wir fahren hier gemütlich. Und ja, die Fragen wieder wie immer. In All-Inclusive-Hotels komme ich ja gar nicht rein, Anlagen. Da kann ich also nicht irgendwelche Videos drehen und deswegen immer nur irgendwo von außen. Das ist möglich. Ja, und hier natürlich der erste Stopp. Man kann echt einfach hier vorbeifahren. Und zwar ohne einen kleinen Halt zu machen. Hier war ja früher mal ein Aussichtslokal. Das hatte natürlich wunderbaren Blick hier. Hier war dann ein kleiner Kiosk und ein Informationsbüro. Ja, das war einmal. So, und hier der Blick nach Maspalomas über die Dünen, über den Golfplatz hier. Klarer Himmel, nicht eine einzige Wolke. Und ja, also wieder strahlende Farben. Es ist kaum zu glauben. Ich zeige euch das mal mit dem Fokus. So, beginnend hier mit dem Hotel Via del Conde, dann kommt das Kongresszentrum mit den beiden Rio Hotels, dazwischen sieht man den Funkmasten, der weiter im Landesinneren steht, dann das Baobab und dann eben das Costa Meloneras, der Leuchtturm und dann kommt das Palm Beach und dann gibt es schon die Dünen und hier unten der Golfplatz von Maspalomas. Dann der See dazwischen mit der Fossefontäne. So, und es geht natürlich weiter hier auf unserer kleinen Rundreise. So, und ich bin schon oft vorbeigefahren und habe mich gefragt, weil die Tür hier offen ist, Time to Smile, Sunny Village. Es ist hier in der Nähe vom Principado, vom Anamar, vom Gold. Und auf der anderen Seite, dass ihr seht, wo wir hier sind, hier ist das Jumbo-Zentrum und da vorne der Minigolfplatz. So, ich habe angehalten und habe mal gefragt und die nette Dame sagte mir, ja, es ist geöffnet hier, auch für Gäste von der Straße. Hier kann man frühstücken, Frühstücksbuffet oder English Breakfast, auch Essen zum Mitnehmen. Und der vordere Bereich hier, der ist auch eben für Nicht-Hotelgäste. Und hier gibt es Wein, Bier, Cocktails und Weißwein, Rotwein natürlich, alles Omelette. Also, es sieht sehr, sehr schön aus, sehr einladend hier. Und ich sage euch,
Es ist auf dem Weg zum Strand. Sunny Village, time to smile. Zwischen 21 Uhr und 7 Uhr ist hier geöffnet. Ja, wir sind hier jetzt in der Calle Luna beim Apartmenthaus El Paseo und das ist auch dieser Weg hier El Paseo. So, und hier hat man natürlich jetzt heute wieder einen wahnsinnig schönen Blick, gerade die Farben. Und ich habe es gewählt wegen dem Wind. Ich habe den Wind jetzt hier im Rücken. Und deswegen stört er nicht viel bei den Aufnahmen. Und das ist schön so. So, hier hat man noch einen Parkplatz gefunden. Das heißt, und hier kommt man dann auch ja, mit ein bisschen Fußweg dann auch hier runter zum Strand von Playa de Inglés. Ja, schaut euch die Farben an. Es geht kaum schöner. Man sieht hier in der Bucht die etwas dunkleren Sandwolken im Meer treiben. So, und das ist einen Zoom wert. Hier der wunderschöne Strand von San Agustin, Playa El Viril. Hier die Einfahrt zum Parkplatz Anexo Do. Ja, auch wieder viele Parkplätze. Er ist aber jetzt nicht mehr so belegt wie noch vor 2 Wochen oder vor 2 Wochen war es, glaube ich, war ich hier. Also hier hat man aber auch am Strand noch Platz, obwohl es jetzt gerade Hochwasser ist. Aber ihr seht selber, wenn man jetzt die Schirmreihen betrachtet, hintereinander sieht man Schirme, nebeneinander ist immer noch Platz. Und das lichtet sich natürlich. So, ich musste hier eben mal um einen Pfosten herum. Ja, wenn das keine schönen Farben sind. Und dann hier der Blick über die Dünen. Ich mache das eben noch mal langsam, dass ihr das alle auch genießen könnt. So, jetzt noch mal zurück. Hier bekommt man auch eine Vorstellung von der Größe der Dünen. So, und das ist die Realität, so sieht es heute hier aus. Es ist weniger wie vor einer Woche und weniger wie vor 14 Tagen. Klar, die Ferien gehen dem Ende entgegen, das ist ein Grund. Dann die ersten 3 Haupturlaubswochen im August sind vorbei. So, das ist der normale Fokus hier. Wir können hier noch ein paar Meter gehen. Hier ist wieder unser großer Baum, unsere große, ich sag fast Tanne. Ja, ich habe, weil immer wieder die Fragen kommen, nach dem Wetter besser, schlechter, anders. Ich habe mal die Wettervideos vor 3 Jahren zusammengefasst von 20, 19 und 18 und habe sie dann nochmal hochgeladen. Und man sieht schon, es ist auch meiner Meinung nach immer irgendwie gleich. Es hat sich in den 30 Jahren hier nicht groß verändert. Also,
ich habe ja die Wetteraufzeichnung schon einige 10 Jahre jetzt. Und da kann man dann sehen, dass sich nicht viel verändert. So, hier steht auch ein Gerüst vor dem Nogalera. Und wir gehen jetzt in die andere Richtung. So, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann jedenfalls jetzt von hier, von diesem Teil der Strandpromenade, und wir fahren noch ein kleines bisschen. Und ja, traumhaft schön hier auch jetzt am Nachmittag spazieren zu gehen. So, und ich bin hier gerade noch lang gegangen, wollte zurück zu meinem Moped, habe gehört, da spricht man Deutsch, und habe die Jungs hier angesprochen und habe gefragt, ob sie bereit wären, ganz kurz für ein kleines Interview. Hallo, wie geht's euch? Wann seid ihr denn angekommen? Heute, das habe ich gehört, weil du so gestaunt hast wegen den Dünen wie Afrika, ja? Wart ihr schon mal auf Gran Canaria? Nein, das erste Mal. Und wie ist der erste Eindruck? Gut. Nachtleben wird es natürlich ein bisschen flau sein, bis 12 Uhr im Moment. Ja, aber ich glaube, das ist ja nicht der einzige Grund, warum man hier ist. Wo kommt ihr her? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Und wollt ihr jemanden grüßen? Irgendjemand, wo er sagt, der ist keinen? Nein. Nils Graf, der wollte eigentlich auch mitgehen, aber der hat sich verletzt. Den Nils, den grüßen wir recht herzlich, der hat sich verletzt. Wo wohnt ihr, wenn ich hier fragen darf? Nähe von Stuttgart. Nein, und jetzt hier? Im Rio Palace Palmeras. Das ist ja hier die und ist in Ordnung, Rio Hotel, ja? Ja, stimmt. Ist gut, servicefreundlich sind sie immer, ne? Ja. Das hebt Rio hier besonders hervor. Und ihr geht jetzt zum Strand, spielen Fußball? Baden. Ihr geht aber auch mal nach Maspalomas an den Strand, oder? Dann auf. Ja, da müsst ihr laufen ein bisschen, ne? Also hier um die Ecke rum, ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn ihr hier anfangt. Strand ist auch sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch fürs kleine spontane Interview. Wünsche euch viel Spaß, macht's gut. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal hier. Also den Kanal Harry Hurtig, ja? Ja. Tschüss, danke. So, mit den Jungs aus Baden-Württemberg, Nähe von Stuttgart. So, jetzt geht's aber zurück. Jetzt habe ich schon mal wieder Durst auf ein Kaltgetränk. So, und da ist das Rio Palmeras, das Hotel, in dem die Jungs da wohnen. Ja, das erste Mal auf Gran Canaria. Ja, und da vorne noch ein alter VW Bulli. Und wie schön in einem welch schicken Zustand. Schaut mal. Gran Canaria 72 453. Also ein wunderschönes Auto. Ja, sowas sieht man auch hier, gepflegte Autos. Ja, das Bohemia, das Hotel, hat eine wunderschöne Terrasse, und da wollte ich auch schon lange mal hin. Zum Essen oder was trinken. Und wenn der Klaus wieder da ist, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Der hat ja auch schon mal hier gewohnt. So, hier geht es am Information- und Touristikzentrum vorbei. Am Parkplatz, das ist der Parkplatz an der Moschee, so heißt es hier. Ja, und da vorne, wo das Schild Fusion steht, da war früher das bekannteste Restaurant, Chinesenrestaurant,
was es hier gab. Und zwar war das das Restaurant Hongkong. Da ging es die Treppe runter durch den Eingangsbereich, also hinten im Garten unten in der unteren Etage. Und da konnte man gut essen. Das war das angesagteste Chinesenrestaurant damals hier. So, und ich werde jetzt auch meine kleine Reise hier beenden und werde mich verabschieden für heute. Mal sehen, vielleicht gibt es morgen noch irgendwas, was ich noch vorbereitet habe. Ich habe ja mal einige Videos gemacht, die ich noch nicht veröffentlicht oder ausgestrahlt gezeigt habe. Ja, und da vorne ist ja auch wieder immer hier an der Ecke Live-Musik. Mal schauen, ob heute auch am Wochenende. Also das ganze Nachtleben sollte man besser auf den Nachmittag oder den Abend verlegen. Ja, man hört noch nichts heute hier. Auf jeden Fall kann man schön draußen sitzen auf dieser Terrasse. So, ich sage jetzt mit diesem Blick Tschüss, Adios, Hasta luego, Hasta mañana, bis zum aktuellen Wettervideo oder wenn ihr möchtet, dann zur Realität.